ich bin's wieder, Franziska Hemmers. Ich habe im letzten Jahr schon zur Hausmesse einige Trends euch präsentiert im Modebereich, allerdings hier vor Ort. Und dann kam von euch der Wunsch, ob wir das nicht auch mal digital machen können für die, die ein bisschen weiter wegkommen, von ein bisschen weiter weg herkommen. Und das werden wir jetzt tun. Ich werde euch ein paar Trends im Modebereich für den Sommerbereich nächsten Jahres präsentieren, die wir auch in unserer Kollektion umgesetzt haben. Es geht um Qualitäten, um Farbe, um verschiedene Designs. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit und präsentiere euch die Trends. Ich habe einige Highlights mir rausgepickt aus der Kollektion und hoffe, euch so einen kleinen Eindruck bieten zu können. Wenn ihr am Ende interessiert seid an unserer Farbkarte, würden wir euch die im Nachgang gerne digital zukommen lassen. Und ihr habt schon mal eine kleine Inspiration, wie unsere kommende Kollektion aussieht. Und ich kann euch auch schon einen kleinen Ausblick auf den kommenden Winter geben, denn wir sind schon wieder einen weiter und arbeiten da schon wieder dran. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und ich nehme euch, wie gesagt, jetzt mal mit. So, beim letzten Mal habe ich euch oder denjenigen, die da waren, ja schon vor Ort erzählt, wie wir unsere Farbkarten zusammenstellen. Wir haben hier einmal unsere Main-Farbkarte für den kommenden Sommer. Hier unten findet ihr immer alle Farben, die, sag ich mal, zum Basic-Bereich mit dazugehören. Also ein Marinenrot, Schwarz, Weiß, ist ja immer bei allen, sag ich mal, mit dabei. Und dann weiten wir unsere Farbkarte noch so aus, dass wir so Highlights wie Pink, Flieder, Orange, Gelb, hat man noch super viel gesehen. Im Blaubereich auch ganz viel. Flieder ist halt immer noch da. Aber auch die erdigen Töne, also dieses ganze Thema. Wenn ihr im Urlaub seid und euch den Sonnenuntergang anguckt, diese Farbgebung, die dadurch entsteht, also leuchtende Orangetöne, Gelbtöne, aber es geht ja auch schon fast so ein bisschen in diese bräunlich-rostrote Richtung. Also dieses Thema ist ganz groß und auch für Prinz war das ein Thema. Aber darauf aufgebaut haben wir dann unsere Farbkarte. Und zusätzlich haben wir immer noch eine Zusatzfarbkarte. Das sind so ein bisschen so die Highlights. Daraus würden wir jetzt eher seltener ein Uni machen. Es kann schon mal vorkommen. Aber das sehen wir eher für uns, für die Mädels auch im Druck, so als Highlight. Also, dass du mal so einen coolen Gelbton mit dazwischen hast im Druck. Oder auch mal einen Korallton, ein kräftigeres Blau, ein kräftigeres Gelb oder Rottöne als Akzentfarben. Aber das sind dann überwiegend die Töne, die wir auch für unsere Unis benutzen, die ihr dann perfekt zu unseren Drucken kombinieren könnt. Und wie ihr seht, es wird farbenfroh, aber das ist euch ja auch bestimmt schon im Handel aufgefallen. Starten möchte ich in meinem Trendvortrag gerne mit den Unis. Es ist so, dass man generell viele bewegte Oberflächen gesehen hat, wie wir hier zum Beispiel haben, oder auch kreppige Richtungen, wie hier zum Beispiel. Also dieses ganze nicht ungebügelte, aber es ist halt ein bisschen legerer. Also du, es ist nicht also alles immer noch so glatt, auch wohl, aber diese ganzen bewegten Oberflächen sind total stark im Kommen, auch schon für nächsten Winter. Hier zum Beispiel auch Frotte, was ein super Trendthema ist, auf Baumwollbasis, für Herren, für Damen, für Kinder. Man hat es rauf und runter gesehen oder sieht es immer noch. Ein absoluter Trendartikel. Auch angenehm zum Tragen. Ich selber habe daraus zum Beispiel ein Kleid. Mein Freund hat daraus jetzt ein Oberteil und eine Hose und es ist einfach praktisch. Zudem ist dieses ganze Thema rund ums Suit, also Oberteil mit der passenden Hose, also dieser Blazer-Look, ein totales Trendding. Das seht ihr auch hier auf unserem Foto, die liebe Brigitte hat davon ein Blazer, ein Overshirt-Blazer an. Also es ist wie gesagt auch ein großes Thema, auch in diesen pastelligen Tönen für eine weite Hose mit einem passenden Blazer, für ein schönes Kleid, auch einfach nur so eine Hose. Also das Thema auch auf Baumwollbasis super schön dann zum und angenehm im Sommer mit 3% Elastan. Einen leichten Glanz hat die Ware. Und wie gesagt, hier diese ganzen kreppigen Oberflächen. Das ist jetzt ein Viskose-Crepe, 100% Viskose. Einige kennen den Artikel vielleicht schon. Wir haben den ein bisschen gepimpt. auch eine super schöne Qualität. Wir haben daraus hier zum Beispiel wieder Brigitte eine Hose genäht. Die Leonie Pants würde sich zum Beispiel super dafür eignen. Also auch das hat man sehr stark gesehen. Aber auch diesen Leinen-Look
Es ist nur der Look für Hemden, also im Damenbereich, im Herrenbereich. Hier haben wir jetzt daraus eine super coole Shorts genäht von Petit Du. Also auch das Thema ist auch für so weite Tuniken, haben wir viel gesehen im Uni-Bereich. Shorts, wie gesagt, Hemden, Kleidchen, Röcke, also auch da eine Kombi aus Bluse und Rock geknotet zum Beispiel, ist total im Trend. Und auch hier haben wir aufgrund der Leiningware versucht, eher in diesem typischen Leinenlook zu bleiben. Mit ein paar Highlights, wie zum Beispiel dieser tolle Rotton oder auch Salbei, sehr stark im Kommen. Wie gerade schon angesprochen, dass diese Bubble-Crepe-Qualitäten auch oder Seersucker auch sehr gefragt sind. Den Artikel, den kennt ihr schon vom letzten Jahr, der lief sehr gut. Den haben wir aufgrund dessen auch nochmal mit ein, zwei neuen Farben gepimpt, ja, und so wieder einen neuen Anstrich verliehen. Die Ware ist total toll für Jumpsuits, auch für Oberteile. Also ich war jetzt letztens noch auf einer Hochzeit, auch da hat man solche Qualitäten sehr, sehr viel gesehen. Und es ist einfach angenehm, auch wenn man in Urlaub fährt und muss die Ware nicht bügeln. Und man sieht es, wie gesagt, sehr viel. Hier haben wir noch einen Stretch-Artikel, den hat mein Freund an, also für Hosen, auch wieder für diesen Business-Look, für diese weiten Hosen mit dem passenden Overshirt, Blazer, für ja, für generell dieser weite Look ist ja total gefragt, auch im Sommer echt angenehm, weil du hast halt nicht so eng anliegende Kleidung auf der Haut und dafür eignen sich diese Qualitäten super und es ist auch eine Kofferware, also du kannst sie im Sommerurlaub mitnehmen, du brauchst kein Bügeleisen oder ein Reisebügeleisen, du hängst sie wieder auf und alles sieht tippitoppi aus. Und hier haben wir noch eine andere Ware. Ich hoffe, das könnt ihr gut erkennen. Das ist eine Polyester-Twill-Ware. Auch die hat diesen Koffercharakter, sag ich mal. Also die musst du auch nicht bügeln. Und hier sind wir zum Beispiel mal ein bisschen mutiger gewesen und haben auch einige unserer Akzentfarben oder Highlightfarben mit als Uni verwendet. Hier zum Beispiel das tolle Gelb. Hat man auch sehr, sehr viel gesehen. Schöne Orangetöne, Flieder, ein tolles Royal Blau, aber auch im grünen Bereich wieder der Salbeiton, Oliv und natürlich die ganz klassischen Cremetöne, die auch immer noch Trend sind. Also dieser monochrome Creme-Look ist auch immer noch neben der ganzen Farbe, die man ja sieht, top aktuell. Aber wie gesagt, das ist nur ein kleiner Ausschnitt von unseren Unis. Weiter geht's mit einer total tollen Strickware, die wir noch nie bedruckt haben und auch noch nie als Uni hatten. Wir haben uns da jetzt mal rangewagt. Ich gehe einmal kurz näher dran. Das ist einmal der Artikel 210332 oder 331 auf Viskose-Polyester-Basis. Relativ leicht, aber super cool für den Sommer, wie man hier sieht, für einen Jumpsuit oder für zum Beispiel irgendwelche schönen Shirts. Oder einfache Blusen, die du dir überlegst im Sommer. Dieser Häkel- oder Strick-Look, sage ich mal, ist auch total trendig. Überall sieht man im Moment Strick und dann auch noch so bedruckt und du kannst es halt kombinieren. Du könntest dir daraus ein Oberteil mit der passenden Hose oder ein Kleid in zwei verschiedenen Farben oder Farbabstufungen machen. Also eine total schöne Ware, gerade für den Sommer, super leichter Fall. Und wir haben hier bei der Farbwahl auf zum Teil etwas mutigere Kombinationen gesetzt, wie da oben mit dem Royal Blau und dem Aprikot. Flieder und Grün, auch eine super Farbkombi für nächsten Sommer. Oder natürlich Pink-Rot. Als meine Kollegin und ich in Kopenhagen waren zum Trendshopping, hing diese Kombination fast überall. Also hier absolutes Trend-Farbthema. Ebenfalls super trendig und diese drei Artikel mal eben kurz stellvertretend dafür. Dieser ganze Häkel-Look, ja, Häkel-Strick-Look kann man ihn schon fast nennen, für irgendwelche Kleider oder Röcke in Kombination mit passenden Oberteilen oder auch Blüschen für den Strand. Also totales Trendding.
Auch das hier, total cool. Wie gesagt, die drei Artikel mal eben stellvertretend dafür. Im Zickzack-Look haben wir das Ganze auch noch. Auch in den mutigen Farbkombinationen, aber auch ein bisschen schlichter. Hier hat die Kira, das ist unser Model, nochmal für uns angezogen. Also es eignet sich auch cool für so kurze Tops. Und dann vielleicht mit einem Blazer drüber auch sogar für den Alltag. Also es muss nicht nur der Freizeitlook sein. Aber wie gesagt, Häkel hat man im Moment rauf und runter gesehen. Selbst im Bikini-Bereich haben wir es jetzt nochmal in Kopenhagen gesehen. Ein weiteres Thema sind Stickereien. Ich gehe mal einmal hier so rum. Ich nehme euch mal mit. Hier haben wir zum Beispiel eine Stickerei auf Baumwollbasis, die zusätzlich auch noch bedruckt ist. Gerade diese kleinen Blümchen, dieses Verspielte in dem Bereich sieht man sehr stark. Hier die kleine Livia hat noch ein Blüschen daraus an. Und es ist auch super angenehm, aufgrund der Baumwollqualität im Sommer für so eine Bluse, wie die Kleine gerade trug, oder auch für Tuniken. Und du bist immer direkt perfekt angezogen und hast ein kleines Highlight im Schrank. Und wie gesagt, auch ein absolutes Trendthema. Namhafte Firmen haben daraus auch Kleider oder andere Zweiteiler. Gerade dieser Zweiteiler-Look, also Rock oder Hose, Shorts mit einem passenden Oberteil, passender Bluse, dass es so fast so ein Jumpsuit-Look ist, aber halt, ich sag mal, unkomplizierter. Gerade wir Frauen wissen, wovon wir reden. Dafür ist das einfach perfekt und das sieht man im Moment sehr stark. Und es ist schick und lässig zugleich, je nachdem in welcher Kombination, ob es jetzt abends mit dem High Heel oder abends tagsüber mit dem weißen Sneaker, es passt immer. Ich zeige euch hier nochmal eben die Farben. Und hier nochmal weiter, das ist schon fast, also das ist super edel, so erhaben. Ich hoffe, man kann das ganz gut erkennen. Das ist ebenfalls auf Baumwollbasis und dann mit etwas größeren Löchern. Hier kann man es auf dem Foto erkennen. Kira trägt davon ein schönes Kleid. Und ein ganz besonderes Highlight ist dieser Artikel. Der Fransen-Look ist ja auch im Moment total im Kommen, gerade für die Festivals oder für ja, auch für den Alltag. Und da waren wir ganz begeistert, mein Papa und ich, als wir den Artikel gefunden haben. Und haben gesagt, dass der auf jeden Fall mit zu uns in die Kollektion gehört und so ein kleines Highlight mit ausmacht. Auch in Schwarz. Und natürlich immer der weiße Stickereien-Look, Entschuldigung. Ganz viele kleine verschiedene. So, hier auf dem Tisch habe ich jetzt mal versucht, eine Auswahl an neuen Druckböden, die wir sehr stark in den Modebereichen gesehen haben, ja, zusammenzustellen. Wir haben natürlich auch weiterhin unsere bekannten Qualitäten wie Viskose Popelin, Viskose Jersey oder ein Baumwoll Popelin im Sortiment. Keine Sorge, ich habe wie gesagt hier nur die Highlights oder was heißt die Highlights, aber die Neuheiten mal zusammengestellt. Auch was die Designs angeht, habe ich versucht, das, was wir viel gesehen haben, euch hier zu präsentieren. Und ich würde einfach mal eben hier ganz links anfangen. Und zwar ist das ein digital bedruckter Polyester-Chiffon. Und gerade diesen Zickzack-Look, dieses große, verlaufende, streifige, das hat man sehr stark gesehen. Auch diese Farbkombi, grün und pink, sehr modern. Und auch Paisley ist oder Pucci Designs sind immer noch ein großes Thema. Hier sind wir farbig ein bisschen knalliger, aber auch ein bisschen gedeckter gegangen. Die Ware ist aber die gleiche. Leicht transparent, aber das ist ja im Sommer kein Problem. Glanz, also hier haben wir einen Satin, bedruckt, digital bedruckt. Ist halt auch immer noch ein großes Thema. Diese ganzen Slipdresse, diese Skirts, diese längeren, die sieht man auch immer noch und die werden auch bleiben. Und da haben wir uns hier mal für ein grafisches Design entschieden mit einem passenden Streifen zu. Denn auch bedruckte Streifen, ich kann euch das Kleid mal zeigen, was wir daraus genäht haben,
Da trägt die Kira eins. Sind immer noch stark im Kommen oder im Bestandteil der Kollektion der Laufstege. Und die Ware, die haben wir letztes Jahr zum ersten Mal, ne, dieses Jahr, Entschuldigung, zum ersten Mal in Kopenhagen entdeckt. Und haben sie jetzt, wir waren schon wieder da, weil wir schon wieder, wie gesagt, für den neuen Winter gucken, auch immer noch gesehen. Also sie bleibt. Und ich denke, von den Farben kann man das auch für den Winter zur Not noch nutzen. Das ist ein Polyester-Jacquard. Kann man hier, glaube ich, ganz gut erkennen. Das kleine Blümchen ist der Jacquard. Und dann haben wir da nochmal on top drauf gedruckt. Wir haben daraus in dem Fall, weil es jetzt Sommer ist, eine schöne Bluse draus genäht. Es eignet sich aber auch, was wir jetzt so in Kopenhagen gesehen haben, für tolle lange Kleider. Also gerade die bleiben nämlich auch und auch für den Sommer, für Tuniken, für schöne Hosen. Und dieser Jacquard kommt halt nur ganz dezent, je nachdem wie die Ware fällt, durch. Und die Ware hat halt noch diesen leichten Glanz. Mache ich hier mal eben kurz weiter. Das ist sowohl im, ja, im Druck, also im Print in der Auswahl, sehr modern, als auch in der Ware. Wir haben hier auch ein Polyester-Plissé mit diesen ganzen Palmen-Designs, die auch total stark im Kommen waren. Sieht man zum Beispiel den Rock. Trägt die liebe Brigitte. und in der Farbgebung haben wir versucht, in dieser pastelligen Schiene zu bleiben, denn es ist nicht alles knallebunt, es ist auch pastellig. Das ist in diesem Design super schön gelungen. Hier ist nämlich dieser, zum Teil dieser Batik-Effekt in Kombination mit den tollen Palmenblättern. Also das schreit förmlich nach Sommer. Und die Ware ist wirklich angenehm. Also die hat trotzdem Stand, trägt allerdings, auch wenn man daraus einen Rock macht, nicht zu sehr auf. Und ist einfach zu vernähen. Also die rutscht dir jetzt nicht. Also der Plissé zieht sich jetzt nicht so auseinander, sodass er dir beim Vernähen irgendwie ständig wegrutschen würde. Wer es ein bisschen ruhiger mag, der kriegt dann nur die Batik-Variante in schönen, tollen Farben. Hier ist so ein bisschen dieses Thema, was ich in den Farben versucht habe, euch zu erklären. So ein bisschen dieser dieses Sonnenuntergangs-Feeling. Und hier, ich würde mal sagen, das ist eine Assoziation zum Meer. Auch ebenfalls eine Ware, die man sehr, sehr viel sieht. Ich gehe mal einmal näher dran. Das ist ein Viskose-Polyamid-Twill. Der hat da so eine leichte Streifigkeit. Und das gibt dem Ganzen auch diesen legeren Look. Das ist ein sehr großes florales Design. Deshalb habe ich das auch vernähen lassen. Das trägt ebenfalls nochmal Kira. Total schön. Wie gesagt, das ist jetzt ein langes Kleid geworden, eignet sich aber auch für Blusen. Und ich denke, gerade für Nähanfänger ist das ein tolles Design, weil du, ja, du kannst reinschneiden. Und das muss ich auch dazu sagen, es bleibt groß. Also es sind nicht nur diese kleinen Designs, es bleibt bei der Größe, bei den großen Designs. Wer nochmal ein bisschen was im Baumwollbereich möchte, das ist auch ein Baumwollbereich. Ja, Plissé würde ich es jetzt nicht nennen, aber so eine Abwandlung, also ist leicht plissiergleich gekreppt, ein bisschen transparenter. Ich weiß nicht, ihr könnt, glaube ich, meine Hand da durchsehen. Aber auch total schön, hier nochmal ein zweites Design für etwas weitere Hosen. Und wie gesagt, dieser bewegte Oberflächenlook, der ist auch im Moment total im Kommen. Hier haben wir noch eine Ware, die gerade im jüngeren Bereich sehr stark gesehen wird. Ich weiß nicht, bei größeren Modefirmen für super eng anliegende Kleider, für enge Tops oder auch für die Crop Tops, für Röcke, aber auch für Hosen. Das ist nämlich ein Rippenjersey, den wir digital bedruckt haben. Also gerade das Design, ich finde es super schön. Kann man das auch nochmal von jetzt sehen. Da trägt Kira so ein Oberteil mit diesen überschnittenen Ärmeln. So ein bisschen wieder dieser Schulterpolster-Look, der kommt ja auch wieder. Dafür eignet sich die Ware super gut auf Baumwollbasis mit 5% Elastan.
Das Ganze haben wir in ein paar verschiedenen Designs. Wie gesagt, für enge Kleider oder andere Qualität, andere Schnitte ist die Ware echt absolutes Highlight und auch einfach zu vernähen. Thema Nachhaltigkeit und generell natürliche Qualitäten wird natürlich auch weiterhin oder ist ja auch schon sehr groß geschrieben. Und ich habe hier ein kleines Leinenprogramm für euch vorbereitet. Zum Teil reines Leinen, zum Teil gemischt mit Viskose, was ich euch gerne einfach nochmal präsentieren wollte, dass wir auch in dem Bereich viele verschiedene Qualitäten haben, die ja auf Leinenbasis sind. Und gerade Leinen ist ja so ein bisschen die Qualität des Sommers. Wir haben es jetzt auch ganz stark im Kinderbereich gesehen, mit Stickerei, mit Druck, als Uni, im Herrenbereich, im Damenbereich. Also eigentlich kannst du damit die ganze Familie eindecken. Und dadurch, dass es halt eine natürliche Faser ist, ist es gerade im Sommer angenehm. Die Ware wirkt ein bisschen kühlend und ist atmungsaktiv, sagen wir es mal so. Ich fange jetzt einfach mal hier an. Und zwar haben wir hier eine Leinen-Viskose-Voile-Ware, die wir digital bedruckt haben. Die kennt ihr bereits aus dem letzten Sommer. Hier wieder eine super angesagte Farbkombi und gerade auch der Print, dieses verwaschene, verwischte, aquarellige, sehr gefragt und angesagt. Nochmal mit blauen Akzenten. Die Ware ist super schön, also die ist schön fließend, fällt leicht, angenehm auf der Haut und auch die Farbechtheit ist super schön auf der Ware. Und hier nochmal der Palmlook, wie ja schon angekündigt, dieses ganze Palmige kommt jetzt wieder. Nicht so stark, wie man es vielleicht von früher kennt, wie so Hawaii-Hemden, aber schon, sagen wir mal, es ist da. Da durfte mein Freund dann auch noch mal ein Hemd davon anziehen. Gerade auch im jüngeren Bereich ist das im Herren, in der Haka auch sehr stark zu sehen. Hier haben wir eine Serie, die, ich glaube, bei vielen von euch mittlerweile ja, zum Standard dazu gehört. Das sind unsere vier Leinenqualitäten mit Baumwolle gemischt. Und hier haben wir jetzt, ich bleibe mal bei dem Uni stehen, neue Farben dazu gemacht. Einmal ein modernes Flieder und ein schönes Grasgrün. Wieder alles aufeinander abgestimmt und die Ware ist, wie gesagt, die gleiche. Ich wollte euch nur noch mal eben zeigen, dass wir da was Neues im Farbbereich für euch haben. Und hier haben wir unser Unilein einmal digital, nicht digital, rotationsmäßig bedruckt. Auch diese einfachen Designs, also dieses tonige, einfache, große auch wieder, hat man auch sehr stark gesehen, für Tuniken oder für Blusen, lange Kleider. Ich kann nochmal auf die Zusammensetzung filmen, so ein etwas kleineres. Ja, dann geht es hier oben weiter. Hier haben wir noch ein das Kreppigen, ich hole ihn mal ein bisschen heran. Das ist noch ein Jacquard. Ich hoffe, man kann das so erkennen. Ja, nicht so gut, sorry. Vielleicht in Schwarz ein bisschen besser? Ja. Das ist auch ein Palmblatt. Auch auf natürlicher Basis. Und mit einer meiner Favoriten ist diese Geschichte hier. Da geht es um Stickereien auf Viskose, Leinen, Polyesterbasis. Super schön, diesen Vintage-Look, der wird da, finde ich, vor allen Dingen dem hier. Der kommt da super gut raus. Also das finde ich super, super edel und schick und modern zugleich. Kira trägt zum Beispiel davon jetzt einen Overshirt-Blazer. Da sieht man auch, finde ich, super diese tolle, große Blüte, die so hoch wächst, sage ich mal. Hier sieht man nochmal die Stickerei. Und auch noch diese Leinen-Slabs. Also ist wirklich toll. Wo mache ich denn weiter? Es gibt so viele schöne Sachen. Ein ganz großes Thema. Ich hole es mal eben so hoch. Nadelstreifen.
Also man glaubt es nicht, früher war es ja ein bisschen spießig, aber das ist echt wieder ja, sehr stark zu sehen im Herren- und im Damenbereich. Das ist jetzt eine Viskose-Leinen-Polyester-Mischung und die haben wir erstmal nur in den ganz klassischen Farben gemacht. Mal gucken, wie es euch gefällt. Alex trägt hier zum Beispiel eine coole Hose, ein bisschen weiter geschnitten, sehr lässig, mit einem Leinenhemd. Also ist auch für eigentlich für jedermann, sag ich mal, was. Und das ist unser Leinenartikel, den ihr bereits schon kennt, 200 029. Und auch hier haben wir einige neue Farben mit eingebaut. Ja, das ist alles rund ums Leinen. Ja, ich hatte ja in meinem Intro angekündigt, dass ich euch schon mal ein kleines Preview gebe, was die kommende Winterkollektion angeht. Das ist unsere Farbkarte. Ja, ich glaube, auch was ich, nachdem ich jetzt in Kopenhagen war zum Trendshopping, was ich so gesehen habe und auch in den Vorträgen, die ich mir angehört und angeschaut habe und auch was man schon in den Läden sieht, blau ist ein, also hier so die Richtung. Ist eine sehr starke Farbe für den kommenden Winter. Grau wird auch wieder im Kommen sein. Beige-Töne bleiben. Wer hätte es gedacht? Aber auch diese ganze Richtung Rot, ins Rot gehende, Bordeaux, so ein bisschen diese gebrannten Töne. Grün-Lind, also gerade Lind, sehr stark. Also das wird, Flieder bleibt, aber man sieht es nicht mehr ganz so doll. Und wenn er so ein bisschen in diese. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das ist so, ja, schon richtig flaumig. Also, da sieht man schon sehr stark. Und dann sieht man vor allen Dingen auch diese Farbkombination, so Orange-Senf. Senf kommt auch wieder mit Beige-Tönen schön gemischt. Allerdings und auch Petrol. Hier diese Reihe, wie sie hier auch schon kombiniert ist farblich aufgemacht, ist auch eine super tolle Farbkombi. Und wie gesagt, blau in Kombination mit diesen erdigen Tönen oder mit Petrol. Also und auch vor allen Dingen mit Grau. Und wie bei der Sommerfarbkarte auch, haben wir hier ein paar Zusatzfarben. Oh, sorry, das war mein Finger. Was man auf jeden Fall nicht vernachlässigen sollte, ist Petrol. Kommt sehr stark, auch in Kombi mit Senf oder Orange, gebranntes Orange, Terrakotta und auch Pink. Royal Blau, also das bleibt. Und eine Farbe, die vielleicht nicht jedermanns Sache ist, aber die man auch auf jeden Fall nicht zu weit wegschieben sollte, ist dieser Gelb-Grünton, Leimton. Ja, so würde ich ihn jetzt mal betiteln. Also das ist schon mal ein kleines Preview. Wie gesagt, wir sind schon wieder in Arbeit und machen jetzt die Winterkollektion. Aber wir freuen uns erstmal, euch die Sommerkollektion präsentieren zu können. Ich hoffe, ich konnte euch mit den oder mit den Themen so ein bisschen einen kleinen Trendausblick geben. So, ich habe euch jetzt ja ein paar Einblicke geben können. Wie gesagt, ich habe die Highlights rausgepickt und das, was für uns am wichtigsten war oder vor allen Dingen auch neu war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch gerne mal wissen, ob es euch was gebracht hat. Wie gesagt, wenn ihr interessiert seid an den Farbkarten, immer gerne. Wir schicken euch die gerne zu. Und wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne bei uns oder kommt mal hier zu uns nach Nordhorn. Ihr seid immer herzlich willkommen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit unserer neuen Sommerkollektion.